Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um Fakten über The Big Bang Theory. Im März 2014 wurde die Serie bis Staffel 10 verlängert. Das heißt, die Serie wird jetzt mindestens bis 2017 laufen. Fans können sich also freuen. In einer Folge gibt es einen Filmfehler, der mir persönlich sofort ins Auge gesprungen ist. Und zwar kommt das Ganze in der Folge Die Herrin des Ringes vor. Die vier Nerds sitzen in der Cheesecake Factory und aus einem besonderen Grund wollen sie halt aufstehen und heimgehen. Der ist jetzt hier nicht so wichtig, aber sie gehen halt heim und müssen dann kurz nochmal umdrehen, weil sie Rajs Laptop vergessen haben. Dann nimmt Raj ihn, dann kommt ein Schnitt, wo sie dann im Treppenhaus bei Sheldon und Leonard sind und da ist der Laptop plötzlich weg. Aber dieser Schnitt war genau so gemacht, dass man eigentlich sofort weiß, dass das noch der gleiche Heimweg ist und eigentlich weiß, dass dieser Laptop noch da sein müsste. Also es ist jetzt kein großer, wichtiger Filmfehler, wo es wirklich schlimm ist, dass er da ist, aber es ist lustig, es ist mir sofort aufgefallen. Die Hauptdarsteller Jim Parsons, Sheldon, Johnny Galecki, Leonard und Kelly Chuchu Penny bekommen eine Gage von 1 Million US-Dollar pro Folge. Das ist schon extrem viel. Das wären ungefähr 20 Millionen Dollar pro Staffel. Bei The Big Bang Theory, da spielen auch ganz viele berühmte Leute mit, die sich selbst spielen. Unter anderem Will Wheaton, der auch bekannt als Wesley Crusher aus Star Trek ist, der spielt eben Will Wheaton. Oder Carrie Fisher, die Prinzessin Leia bei Star Wars spielt. Oder sogar Stephen Hawking. Die Namen Sheldon Cooper und Leonard Hofstetter lehnen an die Nobelpreisträger Robert Hofstetter und Leon Neil Cooper an. Und die Vornamen von Sheldon und Leonard kommen von dem Schauspieler und Produzenten Sheldon Leonard. Johnny Galecki, Sarah Gilbert, Sarah Ruhl und Laurie Metcalf haben auch schon in der Serie Roseanne zusammen vor der Kamera gestanden. Die Schauspieler von Leonard und Penny waren auch im Real Life schon mal eine Zeit lang zusammen. Und zwar von 2007, als die Serie gestartet hat, bis 2010 haben sie es geheim gehalten. Und dann, als sie sich 2010 getrennt haben, haben sie es an die Öffentlichkeit getragen. In der Folge Die Grillenwette bezeichnet Howard eine Feldgrille als Grillus Assimilis, was Latein sein soll. Aber eigentlich heißt Feldgrille auf Lateinisch Grillus Campestris. Da haben sich die Drehbuchschreiber nicht sehr gut informiert. Servus Leute, wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich vergessen, dieses Endgelaber-Video aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte, wie mir das passiert ist und so. Nun gut, mache ich das eben jetzt. Also, das Video ist jetzt offiziell zu Ende. Genau, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den ganzen Fakten gehalten habt. Kam euch manches bekannt vor oder war euch alles fremd? Es würde mich interessieren und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!